Am 20. Oktober sind die eidgenössischen National- und Ständeratswahlen. Überall auf den Plakaten sieht man jetzt die Gesichter der Politiker. Doch ob die Leute die Politiker kennen, das wollen wir jetzt wissen. Ich zeige auch hier ein paar Fotos. Ihr könnt das mal die Hand nehmen. Und ihr könnt jetzt mal durchgehen und raten, was das für eine Partei ist. Wow, wow, wow. Das Publikum sieht hoffentlich die Liste in der da. SVP. SVP. Genau, die kehren alle zur gleichen Partei. Ah, ja. Genau. Also okay. SVP ist schon richtig. Ja. Das hier ist eine Gruppe, also eine Partei. Mhm. Und ich kann jetzt sonst mal raten, was das für eine Partei sollte sein. Keine Ahnung, was das von der Politik. Genau. Keine Ahnung, ich kenne dich jetzt nicht so. Da kenne ich keinen einzigen. Ihr könnt euch einfach raten. Amol, die ist im Kern nicht. Das ist der Kreizer, das Fisch. Sie ist sicher SP. Es sind alles die gleichen, also es ist eine Partei. Ah ja, alles SVP. Jetzt ist der Franz Ruppen, Gemeindepräsident von Nater und Nationalrat. Also es ist alles SVP in dem Fall, jetzt ist der Kreizer. Genau, das ist alles die SVP. Also die Partei kenne ich nicht. Es wäre die SPO. Und wer würdet ihr jetzt so am optischen gesehen am ersten wählen? Es hat eine Haufen Frauen. Warum nicht einmal eine Frau? Und wer würdet ihr jetzt optisch gesehen wählen? Ja, von denen. Muss liegen. Muss liegen. Die ist hier. Optische? Sie ist mir noch sympathisch. Die würde ich wahrscheinlich wählen. Ich nicht. Also es geht nur ums Optische? Genau. Die würde ich nicht mehr wählen. Ich glaube, ihn wählte ich euch. Ja, optisch finde ich jetzt auch nicht ganz so wichtig. Wer ich jetzt gerade am besten kenne, würde ich jetzt, wenn ich jetzt die Kandidaten hier hätte, würde ich wahrscheinlich den nehmen, den ich am besten kenne. Vielleicht habe ich mal schon Gespräche geführt. Genau. Den Namen sage ich jetzt nicht.